Wie heißen das? Die, nicht die Roten, sondern die, was? Was ist los? Ich konnte nicht mehr sprinten. Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Sky Survival mit Freaks RP. Hallo! Na, ja, wir spielen hier heute in der 6. Folge Sky Survival weiter und ja, erstmal farmen wir ein bisschen Melonen, ne? Melon-Time. Boah, Alter, ja. Ich hab richtig Hunger gerade, ne? Das ist krass. Ich auch. Oh, hier sind die ersten Dinger hier auch schon fertig. So, ich pflanze mal noch ein paar mehr Karotten an. Und ja, heute, was man mal kurz erzählen kann, ey, heute ist die erste Folge online gekommen, ey. Und ihr seht das hier erst 5 Tage später. Ja, wir sind halt einfach die Vorproduktions-Kings, Alter, was auch immer du da tust. Bau doch da Leitern ran. Bau das doch nicht alles ab. Warum nicht? Weil Leitern doch viel schlauer sind. Was denn? Was machst du da? Wer hat was von schlau gesagt, ja? Ja, gut, okay. Ja. Ja, das sagt ja schon mal wieder alles. Ja, ich habe schon ein paar Kommentare lesen können. Und das Projekt gefällt euch ja anscheinend sehr gut. Uns gefällt es natürlich auch, deswegen freut uns das sehr. Ich habe hier gefunden. Das echt nice, dass das halt einfach so gut bei euch ankommt oder so gut angenommen wird, weil wir haben es ja früher schon mal gemacht. Ich habe gesehen, einige von euch kannten die früheren Folgen wirklich noch, andere ja nicht so. Also einige waren auch wirklich neu. Das ist ja auch schon eine ganz schöne Ewigkeit her, wo wir das halt gemacht haben das letzte Mal, muss man einfach mal sagen. Das ist ja schon, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie lange ist das her? 1,5 Jahre oder so? Boah. Irgendwie da haben sowas. Wir dann auch nochmal eine 4-monatige Pause oder so gemacht gehabt. Ja, ja, ne? Irgendwie, da konnte ich mich zu Anfang auch gar nicht mehr dran erinnern, aber haben wir anscheinend getan. Oh Mann, aber ich muss sagen, unsere Inselführung hier sieht im Moment auf jeden Fall besser aus als früher, habe ich im Gefühl. Weil ich glaube, früher war das so ein bisschen, was wir hier so gemacht haben, wir haben uns so ein bisschen katastrophal übergebaut. Muss man einfach mal sagen, es war eher so, weiß ich nicht, auch nicht so. Ja. Wie nennst du das, was wir jetzt gerade machen? Also es ist ein bisschen organisierter, würde ich das mal nennen. Es ist jetzt nicht, ja, es ist nicht so katastrophal wie früher, Alter. Früher sah das alles so ein bisschen, so weiß ich auch nicht, war das alles so ein bisschen so, wir haben auch einfach direkt instant alle Tiere gekillt. Wir haben alle möglichen, wie heißt es, wir haben auch alle möglichen Ressourcen einfach direkt verbraucht, ohne da irgendwie was zu bauen, wie man das ja eigentlich tun sollte da drüben. So diese Teile da an die Wand bauen. Das haben wir auch nicht gemacht. So halt, wir haben einfach alle Ressourcen erstmal schön aufgebaut, erstmal alles schön vernichtet. Hier ist so ein schöner Cube wieder, wo wir einmal alles kurz... Oh scheiße, ich höre schon wieder ein Vieh. Oh scheiße. Was ist das denn? Oh Gott. Da ist eine Spinne. Hier hängt eine Spinne an der Wand da oben. Ja, sehr gut. Da hing eine. So, nice. Okay, dann jetzt einfach mal rein hier. Zack. So, was ist das denn da unten? Das hier ist anscheinend... Keine Ahnung, was das ist. Also, ich habe Kohle schon mal gefunden. Hast du ein Buch gefunden oder so? Nee. Oder was ist da drin? Kekse, Enderperlen und Schuhe. Achso. Was steht hier? Endersnap Cookies. Boogie Boogie Dancefloor Anyone Party Food. Boogie Boogie Dancefloor Anyone. Alles klar. Boogie Boogie. Boogie Boogie. Aber das Gute ist, wir sind jetzt hier relativ in der Nähe von diesem anderen Zeus da. Von der anderen Insel da. Da können wir dann auch gleich direkt mal rübergehen. Hast du denn auch eine Ding? Ja, hast du. Okay, ich dachte gerade schon, du hast keine Eisenspitzhacke. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Gemacht. Die eine ist ja eben kaputt gegangen. Was ist das ganz Dunkle da? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie? Ich kann es nicht erkennen, ist zu dunkel. Ah, es ist Seelensand. Ach so. Oh Gott, sieht das... Alter, das sieht ja richtig bescheuert aus. Ach, und das ist Netherrack. Und was ist das hier? Das sind Pilze anscheinend. Ja. Warte, brauchen wir nicht auch Glowstones für... Ja. Hä, doch, für die Dingsamster. Da müssen wir doch Glowstone-Blöcke hinsetzen, oder nicht? Für die Challenge. Nee, da. Nee. Echt nicht? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl... Oh! Ein Goldbarren, bisschen Rüstung, ein Diamant. Sehr nice. Dankeschön, neue Eisenrüstung. Ja, so, okay, ich leuchte mal hier so ein bisschen aus und baue mich mal hier rüber. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass hier jetzt irgendwo so ein Glasblock einfach fehlt. Das glaube ich nicht, oder? Weißt du, das macht der, keine Ahnung, aber das sieht man doch so ein bisschen. Ich würde es ihm zutrauen, ey. Ich meine, bei mir ist der Boden einfach unter den Füßen verschwunden, als ich eine Tür aufgemacht habe.
Ja, ist der da nicht explodiert, der Boden oder so? Nö, das war einfach weg. Ach so, nice. So, ich fackel dafür mal hier ein bisschen aus, damit man hier einfach mal ein bisschen was sieht auf dem Boden. So. Da läuft der Enderman rum. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Jetzt würde ich echt aufpassen, weil jetzt könnte hier wirklich ein Glasblock fehlen oder so. Okay, ne, hat er in der Hand. Wo? Nein! Gigi, warum bist du da reingesprungen? Weiß ich nicht, aus Spaß. Ja, dir würde ich zutrauen, aber jetzt ernsthaft, wie kann man da reinfallen? Ich habe glaube ich Shift losgelassen oder so. Das war auf jeden Fall ziemlich dumm gerade. Hast du vielleicht zufällig ein paar meiner Sachen noch gesaved? Ein paar, ja. Ein paar sind aber auch verbrannt. Hast du Gold noch oder so? Ganz viel weiß bekommen? Ich, ja. Ja, gut, okay, puh. Ein Diamant habe ich auch noch bekommen. Ja, den hatte ich auch nur. Ja, gut, okay, das ist das Wichtigste. Der Rest scheiß drauf. Der Rest war jetzt nicht so wichtig. Der Rest war jetzt eher, ja, komm. Ja, GG würde ich mal sagen, ne? Ja, mein Gott, ey. Nee, okay, ich mache mir mal eben kurz neue Sachen und dann komme ich wieder. Scheiß. Das ist ja jetzt mal wieder richtig guter Fail, Alter. Super gelaufen auf jeden Fall. Sehr gut, sehr nice. Nice. Scheiße, nein, da will ich jetzt nicht sterben. Oh, nice. So, zack. Alter, ey. Ach so. Ach, du bist hier gerade runtergeschmissen. Ich dachte nur so, hä, das fliegt da runter. Der Zombie, der fliegt heute tief oder hoch oder wie auch immer. Okay, so ganz schnell hier rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nice. Puh. Ich will gerade mein Leben im Pilz drin. Im Pilz? Ja. Oh. Oh, Justin. Oh, Justin. Im Pilz, das ist aber nicht gut. Hallöchen. Wo bist denn du? Im Pilz. Hey, warte. Ach, da oben. Hallo. Hi. Na, alles klar. Alter, wie riesig ist denn dieser scheiß Cube? Meine Fresse. Wie heißen das? Die, nicht die roten, sondern die, was ist los? Ich konnte nicht mehr sprinten. Aber du bist nur aus großer Höhe gefallen. Also es liegt wahrscheinlich alles am Boden. Ja, ist alles noch da am Boden. Ich hol's gleich. Ja. Ja. Ich wollte einfach rüberspringen. Und dann so, scheiße, kann nicht mehr sprinten. Nicht so weit gekommen. Scheiße, ey, ja, also ich aua! Alter, ich kann auch nicht mehr sprinten. Und ich krieg jetzt auch gerade Schaden. Ja, gut. Ja, bei mir war es ja dann halt einfach nur so, dass ich rüberspringen wollte und dann ohne Sprinten war die Entfernung nicht möglich. Weiter geht's mit dem fleißigen Bauer. Was ist passiert? Alter, ey, ein Skelett hat mich was runtergeschossen hier. Oh Gott, oh, mit deinen ganzen Sachen, Alter, das wäre jetzt richtig Premium gewesen. Also das wäre jetzt richtig von Vorteil gewesen, wenn ich das jetzt runtergekickt hätte, ey. Alter, mein Puls ging gerade so hoch, ne? Ja, die scheiß Skelettens hier sind aber auch überall, ey, die Skelettens. Da muss man richtig aufpassen, die sind so richtig gehässig hier. Ja, vor allem am Tag rechnest du damit ja nicht, ne? Aber wenn da halt einfach so ein Block drüber ist, können die da drunter ja einfach stehen und ihr Leben chillen. Ja, die campen dann da und warten auf den nächsten möglichen Minecraft-Spieler, Alter. Boah, Digga, mein Puls ging gerade so hoch, ne? Ja. Alter. Vor allem, das wär's dann auch gewesen, ne, mit den Sachen. Das wäre genauso wie ich mit der Lava, Alter. Da habe ich mir auch so gedacht, so, als ich in der Lava geschwommen bin. Scheiße! Ja, und da konnte ich halt noch alles retten. Wenn ich runtergefallen wäre, wäre alles weg. Ja, ja, klar. Ah, ja, gut, ich glaube, ein paar Sachen sind auch in der Lava verbrannt. Das ist jetzt ja, ein paar, auch nicht aber so schlimm. Die wichtigsten habe ich, glaube ich. Ja. Wenn ich jetzt runterfalle, wäre es dezent ärgerlich. Boah, Alter, ich bin schon wieder ein Stück runtergefallen hier. Hier ist ein scheiß Skelett. Alter, willst du mich verarschen? Nein. Na. Ja. Dieses scheiß fucking Skelett, woher kam das? Ah, Gott, ich hole jetzt ganz schnell meinen Stuff und dann verziehe ich mich da. Ich komme auch mehr da. Das reicht dann auch. Ich glaube, dann haben wir genug an Rüberbaumaterial. So, wenn ich meinen Stuff da mal eben habe. Ich glaube, ich habe nämlich schon wieder vier Stacks oder sowas. Weil, Leute, da wir die Map ja schon ein bisschen kennen und wissen, wo wir uns schon überall rübergebaut haben, hier bei dieser Map, ne, ist es einfach so, man braucht wirklich viele Blöcke. Ohne Scheiß. Aber wirklich viel. Ja, übrigens, wir haben bei den Quests alles fertig, außer Emerald und Diamantblöcke. Na. Das ist ja. Hä, wie können wir das denn so schnell alles fertig haben? Wir sind in Folge 6. Konzentriert. Das ist alles irgendwie, das ist sehr komisch, dass wir das schon alles so schnell fertig haben, ey. Ja, das ist aber nicht viel.
Nee, irgendwie Diamant nicht. Ist jetzt halt noch relativ viel. Und das aber ich glaub, dauert wir lange. Ja, wir haben es, glaube ich, einfach früher, haben wir uns einfach wirklich null darauf konzentriert. Und zwar ist auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, diese Quests fertig sind oder nicht. Und nicht, ja. So. Ja. So, warte, uns fehlen nämlich eins. Zwei, drei, vier. Hier haben wir fünf, noch mehr Erde. So, habe ich jetzt alles, ja. Sechs Diamantblöcke brauchen wir. Oh, na, das wird also, spannend. Ja, wir haben 7 Diamanten. Ja, ich glaube, das war auch das, was wir früher auch nicht hatten. Das waren diese blöden Dias einfach. Die hatten wir wirklich, glaube ich, noch und, nie. Und Emil brauchen wir jetzt halt noch. Guck mal da. Ein süßes Doppelbett. Alter, da, ach, da unten sind ja auch noch so. Ach, und da unten ist ganz viel Lava und sowas. Scheiße, ey. Naja, gut, Leute. Wir würden sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen hier wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.